Leute, wir sind hier gerade auf Rügen angekommen. 4 Stunden Fahrt circa, also 4,5 Stunden Fahrt und dann auch viele Stunden Schlaf im Auto. War jetzt nicht so toll. Wir haben es endlich geschafft, hier am Samstag, also über Nacht, anzufahren auf Rügen. Anzukommen erfolgreich und jetzt haben wir hier wunderschönes Wetter. Sieht man, sehr gutes Wetter. Und ja, hier ist die ruhige Ostsee. Nicht so viel Wellengang, aber es ist halt kühl. Ein bisschen windig, den man vielleicht jetzt ein bisschen im Mikrofon hört, den Wind. Und ja, hier sind einige auch am Baden. Jo. Wassertemperatur muss ich mal ganz kurz testen. Ist kalt auf alle Fälle hier unten. Ja. Also ich weiß noch nicht, ob ich reingehen werde, aber schauen wir mal, was dann so heute noch alles so kommt. Da bin ich mal wieder. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, wer bin ich überhaupt? Was mache ich hier auf YouTube? Jetzt für Mist. wie gesagt, ich bin Alex oder Alexander, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Oder auch Imperator in Spiel Iron Force, was jetzt eigentlich täglich als erstes Gaming-Video kommt. Ja, wir sind ja gerade im Urlaub, also ich mit meinen Eltern. Und ja, im Hintergrund seht ihr gerade Großzicker. Also hier unser Ferien. Also dort steht sozusagen unsere Ferienwohnung. Ist ganz nett hier, wir fahren hier schon seit 10 Jahren her. Das Besondere an dieser Stadt oder welche Gemeinde hier ist hinter mir das Haus, was auf dem Damm steht. Ja, weiß ich nicht, wer das erteilt hat, hier auf dem Damm einfach mal ein Haus hinzuklatschen, keine Ahnung. Was ich jetzt schon mal so sagen kann, ist, dass ich ziemlich zitter. Ich gebe mir auf jeden Fall beste Mühe. Wir haben meine, aber ausgedehnte Pentax-Kamera. Ich hoffe, man sieht hier jetzt gerade. Hier ist sie. Mit dem werde ich versuchen, ein paar Bilder und Videos nochmal zu machen für euch. Beziehungsweise, jetzt mache ich gerade alles mit meinem Samsung A5 Smartphone, sage ich mal. Ja, und versuche da irgendwie damit zu vloggen halt. Wie gesagt, das ist alles nur Experiment. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungswünsche habt, dann schreibt gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr irgendwas sehen wollt und die Gegend vielleicht kennt oder sagt, ja, mach mal das. Wie gesagt, ihr könnt mal auf Rügen Großticker bei Google Maps eingeben, dann wisst ihr, wo ich bin. Oh, gerade Taschen noch rausgefallen. Okay, lol. Ja, ich werde ja, wie gesagt, jetzt um die 9 Tage sein. Also, wenn ihr dieses Video seht, ist das Samstag hoffentlich. Wenn das Video später kommt, dann ist Sonntag. auf jeden Fall wird mein Haus schwer. Es wird schwer werden. Ich habe jetzt ohne die Kühlheit irgendwie, keine Ahnung, die Brille ist wegen dem Sonnenschein. Weil die Sonne da oben ist und mir ins Gesicht reinprallt. Ich werde auch ein bisschen das Smartphone überwachen, was ich hier mache. Ich hoffe, der Wind stört nicht allzu sehr.
Essen zurück. Ja, bestimmt gerade auch ein paar Bilder gesehen davon. War sehr lecker. Strandkaffee, könnt ihr mal vorbeischauen. Das ist in Tiso oder in der Nähe von Tiso, Kleinzicker, Rügen, Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern. So ungefähr. Könnt ihr da mal gerne suchen. Und hier sind meine Verwandten. Grüße euch, aber irgendwie haben die gerade keinen Bock, mit mir ein Bild zu machen. Oder? Habt ihr Bock? Hallo? Hallo? Hi! Hallo! Noch ein Titelbild machen. Hallo. Irgendwie haben die keinen Bock. Hallo? Nö. Hallo? Nö. Antwortet mir jemand? Versteht mich jemand? Hallo? Ich glaube, ich bin irgendwie das chinesische Mö. Oder Schafisch. Das chinesische Schafisch bin ich bestimmt für die. Mö. Hallo? Die Antworten nerven mich. Wenn ich jetzt ein bisschen dunkel bin, die Sonne scheint mir ein bisschen blöd hierher und deswegen ist das ein bisschen problematisch. Ich hab keinen Bock auf mich. Normal, wer hätte es gedacht? Also heute früh war ja irgendwie ein ziemlich dichter Nebel. Wir hatten heute irgendwie auf der Autobahn Sichtweite von 100 Meter und ja, und ansonsten hat sich das Wetter jetzt gar nicht gut verbessert. Wir haben jetzt zwar mittelmäßige Bewölkung, sage ich mal so. Ein paar Regenwolken, Wolken sind noch dabei, aber es regnet irgendwie nie, es gibt keinen Niederschlag. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist irgendwie bei 70%. Die Sonne ist auf jeden Fall sehr nice am Start. Ja, irgendwie gefühlte 30 Grad. Der Wind macht es aber kühler hier. Und irgendwas sind meine Füße, alles klar. Ich hoffe, es hat euch bisher schon gefallen. Wenn ja, lasst schon mal eine Bewertung da. Es wird auf alle Fälle noch weitergehen, der Vlog. So, und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben es jetzt schon um 19:30 rum und ich nehme gerade die Endphase auf, also sozusagen die letzten Phasen des Videos, die letzten 10 werden gerade hier aufgenommen, so Zeitrafferaufnahmen werden das wohl sein. Die Sonne habe ich auch noch ganz gut hingebekommen, die blendet auch ziemlich gerade, die sieht man hier gerade lang leuchten und wenn ich jetzt sozusagen ins Bild gehe, dann bin ich, ich bin da erleuchtet. Ja, und so seht ihr dann halt nicht schwarz, ne? Irgendwie. Ne, also geht zwar noch, aber die Sonne ist da hinten irgendwo, ja, da und die scheint ohne Schrein, deswegen ab wieder mit mir in den Schatten. Und ja, das an sich war es von dem Vlog, von meinem ersten Vlog, richtig. Ich habe einfach mal, wie gesagt, die Idee kam von Lord Buzziness. Er hat es eigentlich mit seinem Real-Namen geschrieben, aber ich möchte ihn jetzt in dem Video nennen. Muss aber nicht sein, deswegen, ich wusste ja, wer es geschrieben hat. Und ja, vielen Dank nochmal an dich, weil du hast ja den Antrieb geliefert, jetzt mal den schlussendlichen Trieb, dass ich sowas mache. Ja, heute war der erste Tag und ja, morgen geht es dann weiter mit dem zweiten Vlog, würde ich mal sagen. Da erkunden wir dann die Berge, die ja hinter mir liegen, also hier sind zwar Büsche, aber da weit dahinter liegen dann die Zickerischen Berge von Großzicker. Hier hinter mir sind die kleinen Zickerischen Berge, sagen wir es mal so, oder Hügel. Das sind ja keine Gebirge oder so, die sind hier hoch, also hier drüben die höchste Stelle sind über, ich glaube entweder 84 Meter oder 184 Meter, keine Ahnung. Das werden wir wahrscheinlich dann morgen machen. Vielleicht gehen wir auch nochmal zum Kleinzicker irgendwie, keine Ahnung. Das glaube ich aber eher weniger. Ihr werdet sehen, was dann kommt. Freut euch auf alle Fälle auf die nächsten Vlogs. Wird ganz cool. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem letzten Zeitraffer des Videos. Lasst eine Bewertung da, schreibt mir einen Kommentar zur Verbesserung oder keine Ahnung. Ich hoffe, man erkennt mich ja ganz gut. Ja, ja, perfekt, sehr gut. Die Sonnenbrille ist einfach nur wegen der Sonne gerade. Und ja, also so ohne Sonnenbrille. Hallo. Und ja, das war's an sich. Lasst ein Abo da, würde mich auch sehr gerne freuen und unterstützen. Teilt diesen Vlog, das wäre auch ganz cool. Und jetzt haut rein mit der letzten Szene und 3, 2, 1, ciao!